Die Tabaksteuererhöhung steht bevor und fällt deutlich schlimmer aus, als wir das vermutet haben. In einem Video vor einem halben Jahr habe ich noch gesagt, 3 Euro müssen die Hersteller ungefähr hochgehen, um das auszugleichen. Letztendlich sehen wir jetzt Preiserhöhungen von 7 oder sogar 8 Euro pro Dose. Ob das Ganze gerechtfertigt ist oder sich da die Taschen voll gemacht werden, das wollen wir heute so ein bisschen herausfinden. Ich habe heute 2 Gäste, einmal den Philipp von Hukain, die ihren Preis von 23,90 Euro in Zukunft rechtfertigen, und dann einmal noch den Adrian vom Shisha-Shop Coburg, die sich in Deutschland auch um den Tabu-Tabak kümmern, der in Zukunft einer der günstigsten Tabaksorten mit 19,90 € sein wird. Und die beiden werde ich heute mal so ein bisschen befragen, wo das Geld hängen bleibt, wie das sich mit den Margen verteilt, wie sie die Prognosen für Deutschland sehen und so weiter. Deswegen rufen wir jetzt auch einfach direkt mal den Philipp an. So, ich habe euch ja eben schon einen kurzen Überblick gegeben, aber anstatt da nur auf mich zu hören, dachte ich mir, wäre das eine nice Sache, wenn wir jemanden dabei hätten, der uns das vielleicht mal ganz genau aus Herstellersicht erklären kann, wie sich denn der Preis zusammensetzt. Und da haben wir heute den lieben Philipp von dem Team Hukain am Start. Philipp, Grüße. Ja, grüß dich mal, frei. Moin. Also die Frage ist ja, die Leute haben, die Tabakpreise wirken ja erstmal extrem hoch. Ne? Es gab ja erste Hochrechnungen und da gab es so, okay, 15 Euro auf 1 Kilo, wenn man das runterrechnet auf 200 Gramm, dann wären das also 3 Euro. Bei euch wären wir dann also ein bisschen niedriger, als es jetzt letztendlich geworden ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Kannst du uns da einen kurzen Überblick aus eurer Perspektive geben? Ja, also zum einen muss ich sagen, bei uns jetzt zum Beispiel bei den 16,90 auf 23,90 ist es so, wir haben gar keine Herstellungskosten, die gestiegen sind im letzten Jahr, haben wir gar nicht aufgeschlagen. Ne? Also es ist so, Glycerin hat sich im letzten Jahr verdoppelt, der Preis, ungefähr von 1 auf 2 Euro, sage ich jetzt einfach mal so roundabout. Und dadurch erhöht sich der Preis schon um einige 10 Cent, je nach Herstellungsweise. Ne? Die Dosen sind auch wesentlich teurer geworden, Kunststoff sowie auch die Pappdosen. Ne? Natürlich hatten die Händler, also die Hersteller jetzt in den letzten Monaten, die hatten noch Restbestände oder hatten Verträge abgeschlossen, dass die zu niedrigeren Preisen noch einkaufen können. Das ist aber jetzt langsam nicht mehr der Fall. Auch jetzt zum nächsten Jahr haben die ganzen Dosenhersteller gesagt, oder auch die Siegelfolien, die oben drauf sind, das sind alles Materialien, da wird der Preis auch mit Beginn nächstem Jahr weiter steigen. Man kann sagen, dass die Herstellungskosten ungefähr, je nach Hersteller, 40 bis 60 Cent je 200 Gramm Dose gestiegen sind. Ne, wenn man das jetzt mal aufs Kilo hochrechnet, dann sind das dementsprechend, wenn es jetzt 5 Dosen sind, ja, also es ist aufgrund der Verpackungskosten, die gestiegen sind, im 200 Gramm Bereich, ja, weil dann hast du 5 Dosen, ja, dann, das ist bei uns noch gar nicht einkalkuliert. Also diese Herstellungskosten, die gestiegen sind, wir versuchen das irgendwie anders zu kompensieren. Ja, wir haben ja jetzt auch selber eine Herstellung, auch, also ja, eine Produktion aufgebaut bzw. übernommen, wo wir Blaze produzieren und auch den Fuck Your Life. Und dadurch hoffen wir, unsere Kosten senken zu können, so dass wir den Kunden nicht damit belasten müssen. Okay, das heißt also, der erste Teil, der dazukommt, sind erstmal Kosten von Rohmaterialien, die jetzt gestiegen sind, sei es beim Tabak, beim Glycerin, bei der Dose, bei Folien und Co., die eigentlich schon hätten passieren sollen, aber bis heute noch nicht passiert sind. Das würde ich jetzt für die Preiserhöhung zum 1.1. nächsten Jahres gar nicht anführen, weil es ist genau das Gegenteil. Diese Preiserhöhung ist eigentlich noch nicht weitergegeben worden. Genau, das meine ich. Also die Kosten hattet ihr jetzt schon, aber das war noch nicht in den Verkaufspreis einkalkuliert und das kommt jetzt drauf. Nö, also das, man muss ja so sehen, die 23,90, 24,90, das ist ein Zwischenpreis, der jetzt vom 1.1. bis 1.7. gemäß dem Fall die 25 Gramm Regelung bleibt erhalten. Ja, ist das der Preis für 200 Gramm in den nächsten 6 Monaten. Oftmals bei Facebook habe ich gelesen, ja, das ist so hoch, weil die Herstellungskosten gestiegen sind. Eigentlich berücksichtigt dieser Sprung von, ich sage jetzt mal von uns ausgehend 16,90 auf 23,90, berücksichtigt dieser Preisanstieg noch überhaupt gar nicht die gestiegenen Herstellungskosten. Warum ist, wenn jetzt 15 Euro extra Steuern draufkommen auf dem Kilo Shisha-Tabak, warum steigt dann würde man ja einfach
15 geteilt durch 5 teilen, ja, also durch 200 Gramm, 1 Kilo durch 200 Gramm, dann würde der Laie sagen, ja, okay, das sind doch 3 Euro. Warum ist jetzt eine Preissteigerung von 6 Euro? Warum findet die statt? Ja, und das hat eigentlich noch nicht mal primär was mit den gestiegenen Herstellungskosten zu tun. Da haben die Hersteller wirklich gesagt, nee, dann wird es zu teuer für den Kunden. Das hat eher was damit zu tun, man kann sich das ähnlich wie Zinseszins vorstellen. Ja, aber nur, dass das nicht in einem zeitlichen Verlauf passiert, sondern direkt in der Kalkulation. Ja, es sind mehrere Multiplikatoren, ja, die aufeinander geschaltet sind, befinden sich in der Preiskalkulation. Neben dieser Steuer für Shisha-Tabak, die je Kilo berechnet wird, gibt es auch noch einen prozentualen Anteil. Ich glaube, der liegt bei 13,13%. Ich weiß es nicht genau aus dem Kopf. Ich glaube 13,66 oder sowas. 13,66. Das heißt, schlage ich aufgrund der erhöhten Steuer je Kilo 3 Euro auf, dann erhöht sich dort zum Beispiel nochmal um 13,66 der Steueranteil, den ich für mein Steuerzeichen bezahlen muss, ja, wenn ich das bestelle, weil das muss ich vorher beim Staat bestellen, das Steuerzeichen, das ganze Geld muss ich vorlegen, dann kriege ich ein Steuerzeichen, das ist eine Verbrauchssteuer, dann wird das Steuerzeichen auf dem Produkt angebracht und erst dann darf es das sogenannte Steuerfreilager verlassen. Na? Das heißt, wir haben einmal die 3 Kilo, die 3 Euro je 200 Gramm, 15 Euro je Kilo, die aufgeschlagen werden, dann haben wir die 13,66% und dann haben wir auch nochmal die Mehrwertsteuer mit 19%, die sich natürlich auch immer auf den Endkundenpreis bezieht. Das ist nur. Das heißt, du hast die 3 Euro, dann die prozentuale Steuer, die dann ja auch schon höher ist und darauf die nochmal höhere Mehrwertsteuer. Aber wie kannst du es dir dann erklären, dass Tabu nur auf 20 Euro geht oder dass Fumari bestätigt hat, dass sie gar nicht den Preis erhöhen wollen? Also bei Fumari kann es ja vielleicht sein, dass die sehr viel Geld investiert haben und alle Steuerzeichen zuvor gekauft haben. Ja? Aber kann man das machen, dass man jetzt alle, also dass du dir jetzt 1 Million Steuerzeichen kaufst und die dann fertig benutzen darfst? Ich dachte, das geht nur, wenn du jetzt Tabak herstellst, dann darfst du den vor dem 1.1. noch an Shops verkaufen, aber nicht dann noch mit den alten Steuersiegeln bestücken, oder? Du darfst den nach dem 1.1. nicht mehr mit den alten Steuersiegeln bestücken, ja, sondern du musstest dann diesen mit der alten Steuermarke produzierten Tabak muss bis zum 31.12. in dem Steuergebiet fertig produziert sein oder dorthin verfrachtet worden sein. Also ich sag mal, wenn jetzt, ne, etwas im Ausland produziert worden ist, dann reicht das nicht, dass da einfach die Steuerbanderole draufgeklebt worden ist und das liegt dann dort, sondern nein, das muss dann auch schon nach Deutschland verbracht worden sein. Dann wäre es cool, oder? Also wenn das bis zum 31.12., sagen wir einfach mal, ihr bestellt jetzt 10 Millionen Dosen und die liegen mit Steuerbanderole fertig geklebt bei euch im Lager, dann dürft ihr die auch noch nächstes Jahr verkaufen. Genau. Okay. Ne? Das kann ein Grund sein. Ja, dann zum Beispiel bei Tabu, ich glaube, das ist ein Hersteller aus Spanien. Mhm. Dann wird der sich einfach verkalkuliert haben. Okay, ja gut. So, ist my guess. Ja? Also das denke ich mir, weil 2090, wenn du das rückwärts runterrechnest, ich meine, die beiden genannten Firmen von dir sind auch beides Produzenten, die ihr Produkt im Selbstvertrieb verkaufen. Da bleibt natürlich dann auch, ne, im Direktvertrieb veräußern. Ja, das heißt, da gibt es nicht dann nochmal einen Großhändler zwischen, sondern die produzieren ihre Ware selber. Das heißt, der Produzent als jemand, der auch Geld verdienen muss, der fällt weg. Ne? Mhm. Dann verkaufen die das nicht an einen Großhändler, sondern meistens direkt an Shops oder Fumari auch sehr viel selber über ihre eigene Webseite. Mhm. Und das spielt natürlich auch in der Kalkulation eine Rolle, weil diese Preissteigerung, es ist ja so, natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst jetzt die Steuer plus Herstellungskosten, ja, das nimmst du als ein, das kostet das Produkt. Jetzt nimmst du den Verkaufspreis und ziehst die Mehrwertsteuer ab. Mhm. Ja, dann hast du den Netto-Warenverkaufswert,
Ja, weil die Mehrwertsteuer ein Händler oder das, was du als Gewerbetreibender verdienst, da muss man die Umsatzsteuer immer rausrechnen. Klar, die ist irrelevant. Das heißt, ich nehme zwei Bezugsgrößen. Ja, einmal mein Nettoherstellungspreis, ja, Produktionspreis inklusive der neuen Steuer. Ja, das ist das, was mich das Produkt kostet. Und das eine ist der Nettoverkaufspreis. Natürlich ist dort jetzt ein höherer Gewinn. Insgesamt ist dort ein größerer Betrag jetzt. Wenn ich jetzt 16,90 davon die Steuer abziehe, sind irgendwas 15 Euro, schieß mich tot. Und dann nehme ich meine aktuellen Steuer, die ich zahle, und meinen Herstellungspreis. Ja, das waren dann vielleicht, sage ich jetzt mal, 8 Euro. Ja, dann habe ich 7 Euro netto Gewinn erzielt. Wenn ich jetzt die 23,90 nehme und ich mach dieselbe Rechnung jetzt im neuen Jahr, dann kommt da natürlich ein etwas größerer Gewinn entsteht dort. Aber es ist ja so, dass auch jeder Einzelne muss ja auch mehr Geld investieren. Mit den neuen Zahlen, mit 23,90 ist der Nettogewinn etwas größer. Der Nettogewinn ist etwas größer, die Marge ist kleiner für die Händler. Du musst dir das so vorstellen, es muss ja jetzt dann auch jeder Händler, wenn er die gleiche Masse an Ware anbieten möchte, dem Kunden, dann muss er in sein Warenlager gut, weiß ich nicht, so 30 bis 5, ja, ich würde sagen 30 bis 50% mehr Kapital aufwenden. Ne? Ja, locker, leider. Ne? Und Geld kostet Geld. Ne? Und da reden wir nicht von normalen Finanzierungen, sondern da reden wir dann oftmals auch von Dispo-Krediten. Ja, und die gehen dann auch schnell in eine 10% Verzinsung. Ja, und wenn du da ein Warenlager hast beispielsweise und du hast jetzt durchschnittlich 150.000 Euro Shisha-Tabak auf Lager, dann brauchst du vielleicht im nächsten Jahr durchschnittlich 225.000. Das tut schon weh. Ja, und diese Differenz von 75.000, du musst ja dann einkalkulieren, ja, für das Geld, um das halten zu können, muss ich Zinsen bezahlen, ja, weil wir sind mittlerweile auch einfach eine Gesellschaft, die in der Überverschuldung lebt und so ist es auch mit jedem Gewerbetreibenden. Keiner arbeitet aus dem vollen Portemonnaie, sondern jeder hat Kredite, ja. Und dann gibt es ja auch noch immer Ware, die du wegschmeißt. Das heißt, das ist nicht nur das, was du für das Rollierende, für deine Ware, die du ein- und verkaufst, du quasi mehr an Kapitalmitteln auftreiben musst, sondern du hast immer Tabak, den du mal wegschmeißen musst, der dann nicht geht. Und da ist dann auch natürlich dieses Risiko größer, weil einfach der Betrag, den ich nachher wegschmeißen werde, der wird steigen. So, das heißt. Wenn du eine Dose für einen Zehner eingekauft hast und die wegwirfst, tut weniger weh, als wenn du eine Dose für, weiß ich nicht, 18 einkaufen musstest. Nur ein Beispiel von den Zahlen. Genau, exakt. Ja, oder um das Ganze mal zu überspitzen, ja. Ich verdiene jetzt 1 Euro an der Dose. Ja, so, und 10 Euro ist der Wert. Dann kann ich ja nicht, wenn der Wert 100 Euro ist der Dose, kann ich ja nicht sagen, okay, mein Stückgewinn bleibt 1 Euro. Ja, klar. Das funktioniert nicht. So, und es ist so, dass prozentual wird der Händler, der Großhändler und auch der Produzent weniger verdienen. Man kann sich das so vorstellen, dass der. Sogar mit 23,90 € sagst du, habt ihr prozentual weniger von der Dose. Und nicht nur ihr, sondern auch der Großhändler. Ja. Das wäre krass. Also ich denke, dass der Hersteller und der Großhändler ungefähr beim prozentual gleichen landen wird. Also der Großhändler, also ich sag mal so, der Großhändler muss, das ist ein Massengeschäft, der Großhändler hat vielleicht auch 10%. Ja? So, und der wird ungefähr beim gleichen bleiben. Der Hersteller wird je nachdem, ob er selber Hersteller ist, Produzent ist oder nicht, ja, wird für ihn es vielleicht sogar sinken. Ich weiß, dass diese Pappdosen, die sehr häufig benutzt werden, die steigen sehr stark im Preis. Aber das war eben zum Beispiel auch noch ein guter Punkt, das wissen ja einige nicht. Es ist ja gang und gäbe, dass man selbst nicht eine komplette Fabrik hat, sondern eben sich die Dienstleistung einkauft, dass in einer Fabrik der Tabak für einen hergestellt wird, so wie man das möchte. Das heißt, dort entsteht auch noch mal eine Marge, aber der hat jetzt weniger mit der Steuer zu tun, weil die Steuer, die bezahlst du immer als derjenige, der das produzieren lässt oder der die Ware dann absetzt. Nur so als kleine Erklärung, weil ich glaube, viele Leute haben das Bild, dass jeder Hersteller automatisch eine Riesenfabrik hat, wo der Tabak selbst hergestellt wird. Oder auch bei Pfeifen denken, das denke ich viele.
Und das ist ja nicht immer der Fall. Also es ist ja gang und gäbe in jeglichen Bereichen, dass da die Herstellung outgesourced wird und dass man sich die Kapazitäten in einer anderen Firma kauft. Ja, bestes Beispiel Red Bull. Ne? Red Bull hat keine eigene Produktion. Red Bull lässt produzieren und auf dem Shisha-Tabakmarkt sind es rund, würde ich sagen, 80%, die produzieren lassen. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Es benötigt riesige Investitionen, solch eine Produktion aufzubauen. Und das kommt ja alles on top. Ja, also das heißt, ich muss in Maschinen investieren, ich muss in Rohstoffe investieren. Nur mal so grob, was würdest du, nur wirklich eine ganz grobe Schätzung, ich will dich da gar nicht drauf festnageln, aber was würdest du schätzen, wenn du jetzt eine Fabrik bauen willst, die Shisha-Tabak herstellen kann, in 250 Gramm, wie viel Kapital müsste man da aufwenden? Unter 2 Millionen kannst du da nicht anfangen, weil es ist ja nicht nur, dass du in die Maschinen investieren musst, das ist ja ein Geschäftsbetrieb, den du aufbaust. Das heißt, erstmal muss ich in die Maschinen investieren. Ja, da muss ich Rohstoffe kaufen, die muss ich aber auch auf Lager haben. Das ist ja nicht just in time. Heute kommt der Tabak, heute kommt Glycerin, heute kommt Aroma und dann ist morgen ist mein Tabak fertig. Ich habe immer etwas in der Produktion und muss etwas in der Hinterhand haben, um dann auch weiter produzieren zu können. Ja, das heißt, sagen wir mal, ich habe für meinen Absatz von 4 Wochen habe ich auch Rohstoffe, in die ich investieren muss. Dann sende ich den Tabak raus, ich verschicke den an meinen Abnehmer. Ja, der zahlt auch nicht direkt. Ja, da muss ich auch wieder Kapital aufwenden, um auf mein Geld zu warten. Ja, wenn ich in Deutschland tätig bin, dann ist es sogar noch so, ich schreibe eine Rechnung heute am, weiß ich nicht, 20.12. sage ich jetzt mal. Der Kunde zahlt aber erst am 20.01. Dann muss ich diesen Anteil der Umsatzsteuer in dem Fall, weil ein Gewerbetreibender zahlt Umsatzsteuer, nicht Mehrwertsteuer, den muss ich dann schon dem Staat geben in dem Fall. Ne? Obwohl ich vielleicht persönlich das Geld noch gar nicht eingenommen habe von meinem Kunden. Aber der Staat sagt, das interessiert mich alles nicht. Du hast eine Rechnung geschrieben, die ist im 20.12., also im Monat Dezember wurde die geschrieben. Also musst du dann auch schon diese Umsatzsteuer an mich abführen. Mich als Staat interessiert es nicht, ob du das Geld von deinem Kunden schon bekommen hast oder überhaupt bekommen wirst. Ja, sondern ich, Staat, ich möchte mein Geld haben. Und das sind alles Punkte, die musst du investieren. Deswegen, wenn jetzt zum Beispiel die Maschinen vielleicht 500.000, 600.000 kosten oder sowas, ja, dann bist du damit aber noch lange nicht fertig. Das geht schon viel zu tief. Ich wollte nur den Leuten vielleicht eine grobe Idee vermitteln. Also ich meine, die Idee, also dass das jetzt nicht so einfach ist, hast du, glaube ich, gut vermittelt. Und dass das eben nicht, dass du eben nicht mit irgendwie mal 300.000 Euro anfangen kannst, einfach mal Shisha-Tabak zu machen, wenn du auch noch Hersteller sein willst. Ne? Ja, der eigentliche Punkt war ja, man kann jetzt von jedem in der Handelskette nicht erwarten, dass er mit gleichbleibendem Stückgewinn arbeitet, ja? Wenn eben das Investitionsvolumen sich dementsprechend erhöht. Ja, also diese Steuerzeichen müssen vorausgekauft werden, man muss die Steuer bezahlen. Dadurch muss ich 30-40% mehr in meinen laufenden Ball investieren. Ich werde größere Verluste, wenn Ware, das ist eine verderbliche Ware, ja, wenn ich die Ware wegschmeißen muss. Das sind alles Punkte, Marge geht runter, Stückgewinn bleibt gleich für die Händler, würde ich sagen, ungefähr. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Hersteller, Händler oder Shops die Taschen damit vollstopfen können. Nur weil wir einen Preissprung von 16,90 auf dann zum Beispiel 23,90 haben. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach, wurden die, die gesteigerten Herstellungskosten, ja, die wurden noch gar nicht wirklich einkalkuliert von den Herstellern. Es ist einfach aufgrund einer Exponentialfunktion, die in der Preiskalkulation des Shisha-Tabaks drinsteckt. Nochmal, ich habe nicht nur die Steuer je Kilo, ich habe einen prozentualen Anteil, der sich auf den Endpreis bezieht, also dann auf 16,90, 23,90, 20,90, ne, immer diese 13,66%. Und die sind ja in dem drin. Ja, das heißt, die muss ich erwirtschaften, um die komplett dem Staat wieder abzugeben. Die 13%, die kommen auf den Endpreis. Inklusive Mehrwertsteuer. Und da siehst du, wie viele Exponentialfunktionen in dieser Preiskalkulierung drin sind. Also das heißt, wenn du jetzt deinen Preis kalkulieren möchtest, dann musst du dir überlegen, sagen wir einfach mal, du stellst her für einen Zehner, um es ganz simpel zu halten. Zehner.
dann kommen jetzt die 15 Euro zusätzlich drauf, wären wir also bei 13 Euro. Dann kaufst du die Steuerbanderole für 3 Euro, dann bist du bei 16 Euro und dann verkaufst du für 18 Euro und hast 2% Gewinn. Aber auf die 18% kommt dann erst, auf die 18 Euro kommt dann erst die 13,66%. Also wie ist denn der steuerliche Ablauf, wenn du kalkulierst? Also es ist ja eine, es gibt ja bei Excel, ne, diesen Zirkelbezug. Wenn du eine Funktion, also du gibst so eine mathematische Formel ein, du sagst, das multipliziert das und dann verändert sich aber wieder eine Zelle, die du benutzt hast. Und so ist es beim Shisha-Tabak auch. Das heißt, du gehst immer erstmal von einem Ausgangspunkt aus. Ja? Du sagst zum Beispiel, okay, mein Preis wird in Zukunft 23,90 sein. Und dann rechnest du runter. Dann geht von 23,90 geht die Steuer ab. Ja? Die Mehrwertsteuer. Ne? So, und die ist natürlich bei 23,90 ist die ungefähr 1,30 Euro höher als wie bei 16,90 Euro. Ja? Weil 19%, also beziehungsweise 19 Anteile auf 119 Anteile, wir sagen vereinfacht 19% von diesen 6 Euro mehr oder 7 Euro mehr, das ist dementsprechend dann über 1 Euro, der an Mehrwertsteuer, ne, mehr anfällt. Und das geht an den Staat. Damit hat kein Händler was zu tun, kein Shop, kein Großhändler, kein Produzent. Ja, klar. Okay, das heißt, du gibst dann erstmal ein, 24 Euro könnte unser potenzieller neuer Verkaufspreis sein, rechnest dann die Mehrwertsteuer runter und dann? Dann habe ich einen Netto-Verkaufspreis an den Kunden. Dann überlege ich mir, okay, der Shop muss davon leben, der hat einen hohen Aufwand, Zubehörartikel werden immer weniger verkauft, die meisten Leute haben Pfeifen, die haben Anzünder, die haben einen Kopf, ja, die haben einen Kopfaufsatz. Tabak ist ein sehr wichtiges Geschäft für die Fachhändler, dass die überleben können. Dann, und wir sagen in Köln, lebe und lebe lassen. So, der Händler, der muss also auch sein Geld verdienen, der Endkundenhändler, der Shopbesitzer. Dann überlege ich mir, der hat ungefähr eine Marge von, sagen wir, 30%. Das ist auch sehr realistisch, 30%. Ja? Okay. So, das heißt, wenn der jetzt eine Dose 24,90, 23,90, dann gehen da rund 4 Euro Mehrwertsteuer gehen da runter. Jetzt hat der 20 Euro Verkaufspreis. Netto, sage ich mal, vereinfacht. So, und der muss jetzt 20% davon machen, 30% machen, sind ungefähr 6 Euro. Mhm. Ja, ist ja nicht ganz ein Drittel, sondern sind 30%, sind 6 Euro. Das heißt, der muss bei mir den Tabak, der muss meinen Tabak für 14 Euro kaufen können. Mhm. Ne? So. Es ist aber nicht mehr, ja, also die Marge für die Shops wird auf jeden Fall etwas sinken. Das kann ich dir auf jeden Fall zum Beispiel sagen. Um beim Beispiel zu bleiben, das heißt, dein Verkaufspreis, also einfach mal, ne, um einfach irgendwie mal Zahlen durch den Raum zu werfen, du müsstest für 14 Euro den Tabak an den Großhändler verkaufen. Nicht an den Großhändler, sondern an den Shop. An den Shop, okay. Und dann ist dazwischen ja noch ein Großhändler, der ja auch nochmal einen Euro mitverdienen will. Das heißt, du musst an den Großhändler für 13 Euro verkaufen. Aber wo kommen die anderen, wo kicken die anderen Steuerdinger mit rein? Ja, wir gehen dann mal von diesen 13 Euro raus und dann hast du halt das Steuerzeichen. Das kostet in Zukunft, kostet das ungefähr 9 Euro, 9,50 Euro. Ja, und dann hast du noch 4,50 Euro. Ne? Das heißt, auf die 24 Euro Banderole, da zahlst du 9 Euro für? Ja. Boah. Ich glaube 9 Euro oder sogar noch mehr oder 9,50 Euro. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, ehrlich gesagt. Das heißt, von den 24 Euro Verkaufspreis ist fast ein Zehner erstmal Steuer. Tabaksteuer. Und dann kommen noch die, ich kann es dir eben ausrechnen. Und dann noch die Mehrwertsteuer. Und dann noch die Mehrwertsteuer. 9 Euro kostet so eine scheiß Banderole. Aber in dem Moment, wo du die Banderole kaufst, ist ja die Tabaksteuer abgegolten, oder? Da hat man dann ja nichts mehr mit am Hut. Das heißt, die einzige andere Steuer, die dann noch auf die 9 Euro draufkommt, ist die Mehrwertsteuer. Genau, aber die Tabaksteuer hat ja derjenige, der das Steuerzeichen einkauft, hat der ja vorfinanziert. Das ist ja eine Verbrauchersteuer. Da sagt einfach der Staat, um sich zu schützen,
Diese Ware wird nicht nachversteuert. Also du gibst zum Beispiel dann an, hey, ich habe so und so viele Dosen verkauft und jetzt wird dann nachher die Tabaksteuer abgeführt, sondern der Staat sagt, nee, 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 es darf nur Dosen im Umlauf geben, wo eine Tabaksteuerbanderole aufgeklebt ist und diese Banderole musst du vorher kaufen und vorher das Geld dem Staat überweisen und dann kriegst du erst diese Banderolen zugeschickt. Ja. Krass, ja. Dass sie so teuer ist, hätte ich echt nicht gedacht. Was kannst du uns vielleicht noch verraten, was aktuell eine 17-Euro-Banderole kostet? Also die 16,90er kostet, glaube ich, 5,35 Euro und ich glaube, die 17,90er kostet ungefähr 5,55 Euro. Krass. Also verdoppeln wir uns da fast bei den Kosten von einer Steuerbanderole, die du vorfinanzieren musst. Ja. Und das halt pro Dose, ne? Pro Dose, ja. Und dann ist es so, wie gesagt, der Stückgewinn kann nicht genau gleich bleiben. Jeder in der Handelskette muss sein Geld verdienen. Keiner wird prozentual mehr verdienen. Prozentual werden alle weniger verdienen. Ja? Aber pro Stück vielleicht 10 Cent mehr. Aber ist das zu verübeln, dass der Großhändler, der jetzt 40% mehr investieren muss, der Großhändler, der muss entweder das gleiche verdienen oder halt 10 Cent mehr. Eigentlich muss er 10 Cent mehr verdienen, weil ansonsten wird sein Geschäft noch uninteressanter. Also wir reden hier nicht von Riesenmargen. Ein Großhändler. Ist ja ganz einfach. Im Unternehmen guckst du immer Return on Invest, ne? Und also wie viel muss ich reinstecken, um potenziell was rauszukriegen? Und wenn der viel mehr reinstecken muss und dasselbe rauskriegt, dann ist es halt super viel uninteressanter. Genau. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass viel von der ganzen Kontroverse dadurch entsteht, dass sich keiner zu Wort gemeldet hat, um mal zu erklären, was abgeht von der Herstellerseite. Deswegen eben auch das Video, weil ich meine, gemeckert ist schnell, aber ich glaube, viele Leute, die über Dinge meckern, meckern nur, weil sie die Dinge nicht verstehen. Und deswegen wäre es ja gut, eine Informationsgrundlage bei den Leuten zu schaffen, damit die auch verstehen, wie es in eurer Position überhaupt aussieht. Ne? Und deswegen hatte ich auch die Idee zu dem Video, um das mal zu machen. Es gibt natürlich immer zwei Seiten. Für den Endkonsumenten ist es natürlich ganz klar, macht das Spaß, 24 Euro für eine Dose zu bezahlen? Auf keinen Fall. Wird er darüber sauer sein? Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wer ist der Schuldige? Oder was heißt, wer ist der Schuldige? Wenn es nach euch ginge, würdet ihr ja auch gerne Tabak günstiger verkaufen und dasselbe verdienen. Aber das geht halt leider einfach nicht bei der steuerlichen Situation. Also ich rede von der aktuellen Situation. Überleg dir mal Folgendes. Was denkst du denn, wie viel Shisha-Tabak weniger konsumiert wird, dadurch, dass diese Preissteigerung jetzt stattfindet? Ja, safe, einiges. So, das heißt, wenn jetzt weniger verkauft wird, dann wird mein Geschäft ja noch uninteressanter. Das heißt, ich habe eine schlechtere Marge und mein Volumen wird auch geringer werden. Ja, man kann es so ein bisschen auch mit Luxusgütern vergleichen. Warum sind die so teuer? Weil tendenziell sehr wenig verkauft wird und die Firmen trotzdem genug damit verdienen müssen, um zu überleben. Und natürlich ist das bei einigen Luxusgütern jetzt ein sehr wildes Beispiel, aber im Großen und Ganzen, je geringer deine Abgabemenge, umso besser musst du halt margenmäßig verdienen, um dieses Geschäft noch durchführen zu können. Exakt. Ne? Es gibt, ich sag mal, es ist ja auch bei Maschinen das Gleiche. Ne? Wenn du Spezialmaschinen herstellst, dann verkaufst du die zu einem horrenden Preis. Du hast Entwicklungskosten gehabt, du verkaufst die halt nicht in einer hohen Menge. Dementsprechend musst du einen hohen Stückgewinn erzielen, damit du deinen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kannst. Genau. Oder auf der anderen Seite, stell dir vor, du stellst Feuerzeuge her. Die kannst du natürlich super billig verkaufen, aber wenn du eine Million Feuerzeuge im Jahr verkaufst, dann reicht das halt, wenn du ein paar Cent Reingewinn am Ende hast. Genau. Ne? Und deswegen ist normalerweise hätte der Shisha-Tabak jetzt eher in Richtung 26,90, 27,90 gehen müssen, dass für die Hersteller und für die Großhändler, ja, für den Shop auch. Ich meine, ich denke schon, dass die Umsätze stark einbrechen werden, dass sich einige Leute wirklich ganz genau überlegen, jetzt vielleicht nicht bei den 24,90, 23,90, aber auch wenn die 25 Gramm kommen. Und natürlich überlegt sich auch ein Händler, ja, boah, was passiert dann ab 1.7., ja? Und jeder wird weniger verkaufen. Du, ich sehe das ganz einfach, ne? Das ist halt so, wenn früher jemand, sagen wir, der Student Maurice,
Ja, der hat jetzt im Monat einen Huni über, mit dem er sich gern sein Shisha-Hobby finanzieren würde. Und dann konnte der sich vorher mit einem Huni halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo und noch eine 200-Gramm-Dose kaufen ohne Probleme. Vielleicht sogar noch zwei. Und in Zukunft kann der sich halt 800 Gramm Tabak kaufen. Genau. Ne? Dementsprechend hast du auch nur 0,8 von 1,2 verkauft. Ja, also dein Geschäft ist ein Drittel gesunken. Ja. Ne? Ja, sehr krass, Philipp. Ich danke dir auf jeden Fall hier für die Einsichten, die du uns gewährt hast. Ich finde es sau interessant, auch mal die Seite zu hören, weil ich glaube, das hatten wir jetzt so gut wie gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen Preise sich noch verhalten. Und ja, das nächste Thema haben wir dann wohl im Juli, ne? Ja, das wird viel, viel heftiger, wenn man das umrechnet. Ich denke, die 25-Gramm-Packung werden ungefähr bei 4,90 Euro landen. Okay. Bei den meisten Herstellern wirklich, weil auch jetzt die Verpackungskosten so gestiegen sind. Und bei den 25-Gramm-Einheiten sind eben diese Verpackungskosten, machen einen sehr großen Anteil der Produktionskosten aus. Und da weltweit die Rohstoffe so gestiegen sind, ich war vor 6 Monaten noch davon ausgegangen, wir werden bei 3,90 Euro landen, die meisten. Mittlerweile denke ich, es wird sogar auf 4,90 Euro gehen. Und dann kann man sich das ja mal hochrechnen, 8 mal 25 Gramm. Ja, also 8 mal 5 Euro, da sind wir bei fast 40 Euro. Ja, um das Äquivalent zu einer 200 Gramm Dose an Tabakmenge zu haben. Ja, und dann werden natürlich viele sich genau überlegen, wie viele Köpfchen sie sich reinpfeifen. Again, also ich glaube, die Leute haben halt eine Schmerzgrenze, was sie an Geld in einem gewissen Zeitraum ausgeben können. Und früher hat man dafür vielleicht ein Kilo bekommen und mit der 25 Gramm Regelung kriegst du dann halt noch 400 Peng Gramm. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal den psychologischen Aspekt. Es gibt nur nicht nur den Aspekt, was kann ich mir leisten, sondern was will ich mir leisten? Und wenn etwas so eine Preissteigerung erfährt, dann ist das ja die Reaktion der Konsumenten. Dann sagen die, boah, mein Gott, ich werde hier abgezogen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich höre auf jeden Fall auf, das ist eine ganz normale Konsumentenreaktion. Ja? Weil es natürlich ein Abzug ist. Ja? Vorher hat etwas den Preis gekostet, jetzt kostet es so viel. Ja? Aber das ist der Staat. Ist das ja auch eigentlich das, was der Staat will? Ja, es gibt einen No-Cancer-Plan von der Europäischen Union. Ja? Ich meine, wir sind Tabakproduzenten. Ne? Und ich unterstütze, aber wir alle bei Rukain, wir unterstützen das. Ja? Also wir wissen auch, dass wir ein Produkt verkaufen, was gesundheitsschädlich ist. Es steht auf jeder Dose drauf. Ja? Also was soll ich da jetzt sagen? Dass ich sage, boah, das ist voll falsch, dass man eine rauchfreie Gesellschaft haben möchte. Ich möchte es halt nicht, dass wir zu so einer gesellschaftlichen Utopie kommen, wo alles total reglementiert ist, ja, du darfst nichts mehr sagen, du darfst dich nichts äußern, du darfst für dich selber nicht mehr entscheiden. Das darf nicht passieren, dass man Jugendliche davor schützt, ja, dass sie früh mit dem Shisha-Rauchen anfangen. Das ist alles gut, aber wenn man den Erwachsenen, ja, das Produkt so stark verteuert, dass er einfach das nicht mehr als Genussmittel sich leisten kann, dann sind wir in einer Gesellschaft angekommen, wo ich keinen Bock mehr drauf habe, weil mir dann einfach zu viel vorgeschrieben wird. Dafür gehe ich nicht den ganzen Tag arbeiten, reiß mir den Arsch auf, auch für die Gesellschaft, dafür das Straßenbordwinn, das Schulen. Ja, das ist alles wichtig und notwendig. Das ist ein gutes System. Aber dieses System muss auch jedem einzelnen Individuum genügend Freiheit geben, sich persönlich entfalten zu können. Und das sehe ich nicht, wenn man diese Sachen so stark beschränkt. Also das muss in einem passenden Maß sein. Ich finde jetzt zum Beispiel im europäischen Vergleich die Preissteigerung, die jetzt zum 1.1. kommt, finde ich vertretbar. Ist es auch, ne? Also wenn man mal in die Nachbarländer guckt, dann ist das ja gang und gäbe. Und ich denke auch mit der Steuer an sich haben die wenigsten ein Problem. Wo es dann halt wirklich zum Problem wird, vor allem auch einfach aus irrationaler Motivation zu handeln, ist dann halt die 25 Gramm. War ein Schwachsinn, ne? Was ein Schwachsinn, Verpackungsmüll. Und da macht man das ja wegen den Bars. Also ich bin ja auch im Shisha-Verband, der jetzt neu aufgestellt worden ist. Finde ich großartig, dass der Markt sich jetzt zu großen Teilen geeinigt hat.
Ja, und die haben viel bessere Ideen, finde ich. Ja, da habe ich letztens mit einem Produzenten gesprochen, der mir gesagt hat, ja, wir wollen eine Lizenz einführen, ja, für eine Shisha-Bar, dass die geprüft werden. Ja, dass nicht jeder Hinz und Kunz eine Bar eröffnen kann. Boah, da werden direkt 50% aller Bars zu. So, aber wenn du das ja aussortiert hast, meinst du denn jemand, der eine Lizenz hat, der wirklich sich damit auseinandersetzen muss, der vielleicht sogar eine IHK-Prüfung ablegen muss, meinst du, der würde dann einfach leichtfertig sagen, ja, weißt du was, ich habe mal schön hier ausländischen unverzollten Tabak oder, ne, also klar, man müsste dann eine Regelung finden, dass die Barbetreiber dann vielleicht aus 200 Gramm auch Einzelportionen abfertigen können. Aber meine Meinung ist, solche gewerbetreibenden Leute, die so eine Bar führen, die haben gar keinen Bock darauf, Steuerhinterziehung zu betreiben, wobei das dann auch sehr schwer nachvollziehbar ist. Aber wenn sie ihre Lizenz entzogen kriegen würden, ja, dann würde sich doch dieser Selbstständiger, dieser Gewerbetreibende, der würde sich doch ganz genau überlegen, gehe ich dieses Risiko ein? Ja, so, aber wenn ich jetzt sagen kann, ja, übermorgen macht meine Schwester den Betrieb weiter oder meine Frau führt den Betrieb weiter, dann bin ich gar nicht greifbar, dann macht jeder eine Shisha-Bar, jeder betreibt da irgendeinen Unfug, egal ob es irgendwelche Lüftungsanlagen, Hygienekonzepte oder halt auch die steuerliche Seite angeht. Die Leute müssen vernünftig ausgebildet sein, die müssen wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ja, die müssen ins Licht gerückt werden, die müssen aus der Illegalität rausgeholt werden, die Barbetreiber, weil ich eröffne eine Bar und im Endeffekt durchs Nichtraucherschutzgesetz darf ich die gar nicht betreiben. Und dann ist das ja schon so, dass ich, wenn ich ja schon eine Shisha-Bar eröffne, bin ich ja eigentlich schon fast ein Halbkrimineller, kann man ja fast sagen. Vor allem in unserer Gesellschaft mit dem Bild. Das sprengt ein bisschen unser Thema. Da müssen wir ein bisschen beim Thema bleiben, aber ich glaube. Ja, aber das ist halt die Gründe, das sind die Gründe, warum 25 Gramm kommt. Der Staat sagt ganz klar, wir wollen. Aber das ist ja auch nicht, eigentlich nicht Sinn, also das ist ja eigentlich auch nicht Thema von dem Video. Also über 25 Gramm können wir auch super gerne nochmal so ein Diskussionsvideo machen. Aber das heutige Thema soll ja eigentlich nur um die akut bevorstehende zum 1.1. die Steuererhöhung gehen. Ja, aber wenn es jetzt dann zum 1.7. heißt, ja, guck mal, der Tabak kostet jetzt 4,90 € für 25 Gramm, der Hersteller, der steckt sich das alles in die Tasche oder der Shop oder so, ja, dann ist das halt einfach nicht so, das ist der Staat. Und deswegen kamen wir da vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil das genau die gleiche Kategorie ist, die Preissteigerung, die jetzt stattfindet von 16,90 auf 26,90, das ist Sache des Staates. Keiner steckt sich dort oder stopft sich dort die Taschen übermäßig voll. Das kann ich versprechen aus tiefstem Herzen, dass das keine übermäßige Preissteigerung ist und dass das nicht so kalkuliert worden ist, weil Leute mehr Geld verdienen wollen. Ganz im Gegenteil, alle werden in der Kette weniger verdienen in Zukunft. Viele Shops werden zumachen müssen, viele werden sich die Herstellung nicht mehr leisten können, etc. pp. Ja, und das wäre absolut scheiße. Oder das wird absolut scheiße. Gut, Philipp, ich danke dir. Also und der Markt ist dann halt einfach nicht mehr so pluralistisch aufgestellt, man wird nicht mehr diese Vielfalt haben. Aber vielleicht ist es dann für die Qualität gut, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel Geld für ein Köpfchen ausgibst, dann wirst du dir auch ganz genau überlegen, was kaufe ich mir denn jetzt, ne? Absolut. Ja, Philipp, ich danke dir für deine Einsichten, fürs Teilen von deinen Insights. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass, wenn das mal die Leute so hören, wenn man das so runterbricht und einem das einfach mal erklärt, was denn da los ist auf eurer Seite und nicht auf der Seite von, Walla, warum soll ich mir Tabak für 24 Euro kaufen? Dann wird das für viele ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier mit uns telefoniert hast und uns das mal ein bisschen näher gebracht hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es war ein bisschen ausführlich, aber ich hoffe, dass auch jeder jetzt verstehen konnte, wie sich der Preis zusammensetzt. Absolut, absolut. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns. Ja, schönen Tag euch. Ciao. So, eben haben wir ja schon mit dem Philipp telefoniert. Philipp vertritt sozusagen natürlich Hukain, die ja auf 24 Euro hochgehen. Jetzt reden wir noch mit dem Adrian aus dem Shisha-Shop Coburg. Der Adrian, kann man schon sagen, du bist einer der stellvertretenden Leute für Tabu in Deutschland, oder? Kann man so sagen? Kann man so sagen, ja, korrekt. Seit 2021 jetzt. Ja, und ihr habt euch ja dafür entschieden,
Tabu auf 20 Euro, sprich 19,90 Euro zu lassen. Und du vertrittst so ein bisschen die Meinung, das geht schon, das muss auch gehen und kannst die Entscheidung von manch anderer Marke vielleicht auf 4, 25 Euro hochzugehen nicht so ganz verstehen, richtig? Nee, also ich bin immer noch der Meinung, dass diese 19,99 oder sei es 20,99 oder 21,99 hätten viele Hersteller sicherlich von der Marge hinbekommen, hätten sie da ein bisschen vielleicht knapper in eigener Tasche kalkuliert. Bei uns hat es mit diesen 19,90 oder 19,99 geklappt, dass wir als Großhandel und vor allem der Shop immer noch eine richtig gute Marge hat. Okay, aber schlechter als vorher? Prozentual ja, aber in Euro bleibt immer noch eine überdurchschnittlich gute Marge für den Shop hängen. Das okay. Ist richtig. Also prozentual ist die Marge aber gesunken. Ja, das ist korrekt, ja. Weil das war zum Beispiel auch ein Punkt vom Philipp und das hat er auch mehrfach betont und hat gesagt, versprochen, die Marge bleibt bei uns gleich, aber prozentual gesprochen natürlich. Das heißt, in absoluten Zahlen ist die Marge natürlich höher. Man darf halt auch nicht vergessen, dass wenn ein Shop früher für 50.000 Euro Tabak gekauft hat, er viel mehr Ware hatte, als wenn er jetzt für 50.000 kauft, ne? Was ja schon ein wichtiger Punkt ist, weil Return on Invest, Marge, willst du eigentlich immer prozentual wissen, was abgeht, weil auch ein Artikel, an dem du 100 Euro Marge hast, muss kein guter Artikel sein, wenn du den für 100.000 Euro einkaufst und für 100.000 und 100 Euro verkaufst. Ne? Das war halt so ein, finde ich, wichtiger Punkt. Ja? Das ist korrekt, aber ich sehe es halt auch ein bisschen aus Endkundensicht, weil wir haben lange diskutiert über die Preise und da ich schon seit Jahren wirklich absolut gerne Shisha rauche und das eigentlich mit dem Hobby begonnen hat, haben wir halt einfach versucht, diese 19,99 auch für den Endkunden irgendwie durchzubringen. Da leidet weder das Produkt noch die Verpackung noch irgendwelche Flavors drunter. Das bleibt alles identisch. Und so sind wir halt auf den Preis gekommen, wo es für uns, für den Großhandel, das macht 7 Cent aus, aber der Shop an sich hat immer noch eine überdurchschnittlich gute Marge, was weniger haben. Also wenn du das mit anderen Tabakherstellern vergleichst, sind wir aktuell teilweise sogar 2 Euro von der Marge besser wie bei einem anderen Tabakhersteller. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Natürlich wird es prozentual ein bisschen schlechter, aber der Shop hat immer noch genug Marge und vor allem erreicht halt auch noch einen Kunden mit 19,90, den vielleicht ein 24,90 Tabak nicht erreicht. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich glaube, wenn jemand vor so einem Regal steht und da 2 Dosen Tabak vor sich hat und die eine kostet 20 Euro und die andere kostet 24 Euro, da stehen die Chancen natürlich gut, dass jemand denkt, komm, ich probiere mal den für 20. Weil wenn der auch gut ist, dann wird er lieber 20 Euro ausgeben statt 24 Euro. Deswegen habe ich mir so ein bisschen gedacht bei so Marken wie Fumari, die ja auch nicht wirklich hochgehen wollen, bei Tabu, das könnte natürlich ein ganz gezielter Move sein, da ein neuer Preiskandidat zu werden, um so mehr absetzen zu können und auf den Gesamtverkauf trotzdem noch gut Geld einzunehmen, auch wenn man eine prozentual geringere Marge als vorher in Kauf nimmt. Ja, das stimmt natürlich. Tatsächlich haben uns auch einige andere Shops oder Händler angeschrieben und haben gemeint, ihr habt jetzt extra diesen günstigen Preis mit 19,99, einen Kampfpreis, haben jetzt schon einige gesagt. Aber tatsächlich kannten wir den Preis der anderen Hersteller gar nicht. Wir hatten kalkuliert, wir haben überlegt, wie finden wir einen attraktiven Preis. Es stand 20,99, es stand 19,99 im Raum. Und ich wollte halt einfach für den Kunden einen Preis unter 20 Euro durchboxen, was jetzt auch geklappt hatte. Aber wir hatten noch keinen anderen Preis. Ich bin davon ausgegangen, dass die anderen Hersteller irgendwo bei 20,99, 21,99 sich so einpendeln werden. Dass da 24,90 im Raum steht, wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner. Ja. Ja gut, von den 22 Euro ist es ja dann kein kleiner Schritt, aber zumindest kein riesiger Schritt auf die 24 Euro von Hukain. Also 23,90 Euro sind es ja. Aber 25 Euro haben ja auch schon einige bestätigt. Das ist natürlich auch happig, ne? Die Frage wäre halt natürlich, und das kann man natürlich nicht beantworten, das wird mir weder der Philipp von Hukain sagen, noch irgendjemand, der die Zahlen davon Tabu kennt, wie die Herstellungskosten letztendlich sind. Warum auch immer die so sind, wie sie sind, könnte ja sein, dass Tabu auch einfach eine Dose in Euro günstiger produzieren kann, als jetzt Hukain vielleicht. Und was man auch dazu sagen muss, Hukain hat natürlich viel höhere Marketingkosten als Tabu. Natürlich. Also ich bin der Meinung,
gerade Hukain verkörpert einen Lifestyle, den wenig Tabakhersteller, wir auch noch nicht, verkörpern. Hukain, wenn du eine Hukaindose kaufst oder einen Hukain-Funnel, dann kaufst du trotzdem irgendwo ein Lifestyle-Produkt. Die betreiben einen riesen Marketingaufwand, die fahren bei Blaze mit dem Blaze-Mobil durch Deutschland. Das finde ich auch cool. Vielleicht bin ich auch deswegen damals zu Hukain gekommen. Ich rauche persönlich auch viel Hukain oder Blaze. Da stecken natürlich enorme Kosten dahinter. Die muss der Kunde dann aber auch irgendwo mittragen. Er kriegt ja natürlich viel zurück mit den Aktionen, die Kalender, was Hukain macht oder die Gewinnspiele oder die packen man Funnel mit rein. Aber das muss man halt als Kunde auch wissen, das trägt man dann auch irgendwo mit, diesen Lifestyle, dieses Marketingkonzept. Also natürlich, alles, was eine Firma irgendwo an Marketingleistung bereitstellt, sage ich mal, muss natürlich finanziert werden, das ist ganz klar. Also wer geile Apple Keynotes sehen will und wer geile Apple Stores haben will und so weiter, der muss natürlich auch in Kauf nehmen, dass der Preis mit in die Produkte eingerechnet wird. Apple war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil die verdienen sich ja auch wirklich dumm und dämlich. Aber ich meine nur, ne, zum Beispiel Red Bull. Ne, warum kostet eine Dose Red Bull so viel mehr als jetzt vergleichbare Produkte? Bestimmt nicht, weil die so viel günstiger, weil die so viel teurer herstellen, sondern weil die halt gefühlt jede Sportart sponsern und Leute das mittlerweile erwarten, dass Red Bull geile Events raushaut, dass Red Bull Sportler, die sie feiern, finanziert und so weiter. Ja, es ist einfach ein Lebensgefühl, was man mit bezahlt. Ich meine, bei manchen Marken ist man es auch irgendwo bereit. Ich sehe es bei meiner Freundin, die kauft sich eine Handtasche, die meiner Meinung nach unbezahlbar ist, wo du eine günstige Handtasche für keine Ahnung, 30 Euro bekommst. Das ist ja natürlich... Mode ist da, glaube ich, auch ein hervorragendes Beispiel. Aber der Punkt ist natürlich sehr gut, aber ich glaube, der spielt auch nur zu einem gewissen kleinen Teil rein, weil Hukain jetzt nicht die Marketingausgaben von Louis Vuitton oder von Red Bull haben wird. Aber ist natürlich wichtig, dass Marken, die auf ein groß präsentiertes Gesamtimage, was die Leute ja auch feiern und mögen, kriegt man ja mit auf Insta, das muss man natürlich mitbezahlen. Ne? Und das könnte halt schon wieder heißen, dass Leute, die sowas machen, einen Euro teurer sein müssen, als Leute, die sowas nicht machen. Und dann wären wir schon wieder nur bei einem Euro zu anderen Marken. Dass wir da bei 1-2 Euro, dass wir von 1-2 Euro sprechen. Und vor allem hatte ich halt gehofft, bei Hukain war es mir irgendwie so ein bisschen bewusst oder ich hatte es befürchtet, dass die da diesen höheren Preisunterschied haben werden. Aber ich hätte gedacht, Adalia, Aquamenta oder im Bereich 187, das ist bei mir, wenn ein Kunde reinkommt, so der Einsteiger-Tabak. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da Riesen-Marketing oder wenn man sich eine 187-Dose anschaut, dass da jetzt ein Riesen-Verpackungsdesign dahinter steckt, wo Tausende von Euro reingeflossen sind. Gerade da hätte ich gehofft, für den Kunden zumindest, dass man da um die 20 Euro sprechen. Also ich habe mir gerade nochmal die Liste hier aufgemacht. Also Tabu ist der günstigste mit 19,90. Brohood geht auf 21,90. Hast du das Statement von Brohood gesehen? Die hatten auch ein Video auf Insta geteilt, dass die nur die Steuer weitergeben möchten. Ja, das war, ich glaube, die Steuer, wenn weitergegeben wird, wie du es vorhin schon erwähnt hast, ist halt einfach, man redet nicht von einem prozentuellen Aufschlag, wenn Hukain 20% einfach nochmal als Zahl schon immer hat, dann muss natürlich bei einer steigenden Banderole der Preis und auch die Marge sich erhöhen. Wenn ich jetzt nur sage, ich habe immer 2 Euro an einem Produkt, dann gebe ich ja die Steuerbanderole 1:1 an den Kunden weiter. Und ich glaube, der eine Hersteller ist mit der prozentualen Erhöhung gefahren und der andere Hersteller hat gesagt, ich gebe die Marge halt eben weiter. Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Da sind wir wieder bei dem Thema Marge. Wenn man sagt, jemand hat 2 Euro an einer Dose verdient, dann soll er in Zukunft auch 2 Euro an einer Dose verdienen. Das funktioniert halt nur teilweise, weil 2 Euro bei einem Produkt, was 25 Euro kosten und 2 Euro verdient bei einem Produkt, was 17 Euro kostet, das ist nicht derselbe Gewinn. In einer absoluten Zahl natürlich, aber wenn du überlegst, dass ein Shop 25 Euro investieren muss, um 2 Euro zu verdienen oder 17 Euro investieren muss, um 2 Euro zu verdienen, dann ist das natürlich was komplett anderes. Und das ist, glaube ich, ein sau wichtiger Punkt. Ich will auch gar nicht jetzt hier wie der, ich verteidige die Tabakpreise und so dastehen. Ich versuche nur, das nachzuvollziehen und halt vielleicht auch an die Leute weiterzugeben, wie sowas zustande kommt. Ne, zum Beispiel auch, dass so eine Banderole für die 24-Euro-Dose jetzt nicht mehr wie, also bei einer 17-Euro-Dose hat die irgendwie vorher 5 Euro gekostet und bei der 24-Euro-Dose kostet die Banderole jetzt schon 9 Euro.
Allein das sind ja schon 4 Euro und da ist ja noch die Mehrwertsteuer, die man auch nicht vergessen darf, das sind ja nochmal 19% und auch 19% von 24 Euro sind natürlich steuertechnisch viel mehr als 19% von 18 Euro. Keine Frage, also das macht viel aus. Man muss aber dazu sagen, dass wir bei Tabu schon immer eine sehr shopfreundliche Marge hatten. Also wenn ich jetzt einen Shop anrufe und erzähle dem die Marge von unserem Produkt, dann sind die meisten erstmal überrascht, also dass die eben sehr hoch, ähnlich wie bei Adalia damals war. Somit sind wir, wenn die Tabaksteuererhöhung jetzt zum 1.1. durch ist oder die neuen Produkte dann auf den Markt kommen, sind wir immer noch ganz oben dabei. Also die Marge ist immer noch bombastisch für den Shop. Der Endkunde freut sich. Man muss halt so schauen, dass das für alle sich noch lohnt. Ne? Der Endkunde muss zufrieden sein, der Shop muss noch Geld verdienen, weil der hat auch seine Miete, seine Personalkosten. Und der Großhandel, wir müssen natürlich auch sehen, dass wir noch ein bisschen was verdienen. Da geht es einfach über die Masse. Ne? Wir haben halt als Großhändler haben wir halt ein bisschen zurückstecken müssen. Ich glaube, andere Hersteller haben vielleicht ihre Marge auch, würden sie wahrscheinlich nicht zugeben, einfach ein Stückchen erhöht. Anders kann ich mir den Preis nicht erklären, muss ich sagen. Die Marge in Euro meinst du aber? Ja, ja, das ist korrekt, natürlich. Natürlich sind natürlich auch die ganzen Verwaltungskosten. Du hast natürlich, wenn du davor 100.000 oder 1.000 Dosen auf Lager hattest, sind natürlich deine Lagerkosten bzw. deine Produktionskosten, das Geld, was du übrig haben musst, deutlich höher. Ja, das ist keine Frage. Wenn du jetzt 1.000 Dosen herstellen willst, dann musst du schon mal 9.000 Euro an Steuern vorstrecken, wo du vorher vielleicht 5.000 Euro vorgestellt hast. Und 1.000 Dosen, da fängt ja keiner an. Also sagen wir mal eher 100.000 Dosen, da musstest du 90.000 Euro vorstrecken und so weiter. Ja, das ist korrekt, aber irgendwie hätte ich auch von den Herstellern irgendwie nicht erwartet, das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber die Hersteller produzieren seit Jahren Hunderttausende von Dosen, die da über den Ladentisch gegangen sind als Shop, wo ich einfach gedacht hätte, okay, ein Hersteller kann das ein Stück weit abfangen vielleicht, wo wir halt auch gesagt hätten, 20,99 wäre für uns als Hersteller oder für uns als Großhändler besser natürlich. Aber irgendwie versucht man trotzdem auch, das einmal den Shop, aber auch dem Endkunden recht zu machen. Und ich glaube halt einfach, dass wir mit diesen 19,99 dem Endkunden halt auch irgendwo ein Stück weit, hört sich jetzt doof an, aber was zurückgeben können. Oder das Shisha-Rauchen immer noch attraktiv machen können. 24,90 hört sich halt einfach anders an wie 19,90. Das ist halt ein 20, den du da hinlegst und hast deine Dose. Und der Inhalt ist ja der gleiche. Das ist immerhin ein Viertel mehr. Ja, keine Frage. Also da. Also ich werde weiterhin trotzdem Rokain oder andere Sorten rauchen, die jetzt teurer geworden sind. Aber es gibt halt auch den Schüler oder den Studenten oder den, der seine Ausbildung gerade macht, dem tun halt die 5 Euro weh, weil es ist halt meistens nicht eine Dose im Monat. Ne? Das muss man halt auch klar sagen. Ja, was zum Beispiel auch noch ein Argument war vom Philipp, da wäre vielleicht auch nochmal deine Einschätzung interessant. Ich teile die Einschätzung vom Philipp, muss ich kurz vorweg sagen. Der Philipp hat gesagt, man kann ja natürlich davon ausgehen, dass wenn die Preise jetzt steigen, dass weniger geraucht wird. Und da braucht natürlich auch ein Shop prozentual wieder eine höhere Marge, oder nicht prozentual, aber euromäßig eine höhere Marge, weil er natürlich mit weniger verkauften Produkten trotzdem auf das Geld kommen muss, um seinen Laden am Laufen zu halten. Genau dasselbe gilt natürlich auch für Hukain. Wenn die im Monat 30.000 Euro Umsatz gebraucht haben oder sagen wir mal Gewinn, um zu haushalten, dann müssen die jetzt natürlich entweder mehr an der Dose verdienen, wenn weniger Dosen verkauft werden, oder bei der gleichen Marge mehr Dosen verkaufen. Das ist natürlich auch schwierig. Genau, jetzt komme ich zu der Frage, da wäre nämlich natürlich die Frage an dich. Glaubst du denn, wie wird sich der Shisha-Markt dadurch verändern? Glaubst du, es wird weniger geraucht? Also ich glaube, würden alle diese Strategie mit 24,90 fahren, glaube ich, ja, es würde ein Stück weit für den, der einsteigt, für den Studenten, für den Auszubildenden zurückgehen. Bei 19,90 glaube ich das nicht. Weil, vielleicht minimal, aber ich glaube einfach, dass dieser Preisunterschied, Kapital kostet jetzt schon 18,90 €. Das ist, teilweise sind es 2 Euro, teilweise sind es 3 Euro, bei manchen Herstellern nur 1 Euro. Bei dem Preisunterschied glaube ich nicht, dass es stark zurückgeht. Bei 24,90 auf den gesamten Markt betrachtet? Auf den gesamten Markt glaube ich, dass es schon einen leichten Rückgang geben wird. Was vielleicht der Zuwachs, es rauchen immer mehr Shisha, dass das sich irgendwo grob ausgleichen wird. Das ist meine Einschätzung. Vorstellen. Ja, dass eben nicht mehr so viele Leute dazukommen bei den deutlich unattraktiveren Preisen.
Und dass aber die meisten Leute dann weiter rauchen werden oder vielleicht ein bisschen weniger. Und wo es normal pro Jahr 10% mehr Shisha-Raucher in Deutschland gab, haben wir jetzt vielleicht nächstes Jahr plus minus 3 oder so. Genau, oder es gleicht sich aus. Es bleibt vielleicht so, es hören ein paar auf, es kommen vielleicht nur noch ein paar dazu. Kann ja auch sein, dass sich das dann irgendwo in der Waage hält. Aber dann wäre es ja für den Shop auch noch okay. Gehe ich mal davon aus. Also wenn es bei uns bleibt, wie es jetzt ist, kann ich davon leben. Wie gesagt, mit diesen 1990 kann ich halt irgendwo noch den ansprechen, der jetzt reinkommt. Ich würde jetzt mal sagen, dass einer, der in einer Shisha-Bar davor geraucht hat und diese 1690 oder 1790, eigentlich ist ja diese 1790 fast schon gang und gäbe. Wenn der diesen Preis kennt, dass der, wenn ich sage, okay, pass auf, es gab dann eine Erhöhung, hat er vielleicht gar nicht mitbekommen, dass der bei 1990 nur sagt, ist schade, aber das bezahle ich. Ja, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, ich meine, als ich damals angefangen habe, daheim zu rauchen, war ja unser großes Argument, boah, wenn wir jetzt freitags in die Bar gehen und da zwei Pfeifen rauchen und noch was trinken, dann lässt du irgendwie 30 bis 40 Euro da. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich kann entweder Freitagabend zwei Köpfe in der Bar rauchen oder sagen wir mal, du gehst einen Kopf rauchen und ein Getränk, dann bist du irgendwie bei 15 Euro für eine Shisha. Wenn du jetzt einmal weniger in eine Bar gehst die Woche, dann hast du ja schon wieder eine halbe Dose raus. Also 100 Gramm, mit der du, sagen wir mal, 5 dicke Funnel rauchen kannst. Ja, vielleicht nicht super dick, aber 5 normale Funnelköpfe. So. Ich glaube auch, dass sich die Kopfentwicklung, dass da im Bereich Köpfe wird sich auch bestimmt einiges tun. Weil da bin ich auch sehr gespannt, ja. Ja, ich meine, ich merke es bei mir im Laden. Also wenn ich jetzt einen Kunden habe, der steht vorm Funnelregal, der sagt jetzt nicht, ich möchte einen Kopf, der, also jeder Zehnte vielleicht sagt, er möchte einen Oblaco S. Aber in der Regel kauft er einen Kopf, der ihm gefällt. Und wenn das der Oblaco S ist ja auch nicht gut. Aber es gibt ja andere gute kleine Köpfe. Zum Beispiel persönlich rauche ich gerne mit einem Moon Funnel. Das ist für mich einfach, ich mag, dass der ein bisschen tiefer ist. Aber da geht fast 25 Gramm rein. Ja, ja. Und der Kunde sagt ja jetzt auch nicht, wenn ich dem, ich bin da immer ehrlich, sag, pass auf, wenn du den Kopf kaufst, ich rauche ihn persönlich gern, aber du brauchst mehr Tabak. Das heißt, im Umkehrschluss kostet dich das mehr. Würde ja, der. Vielleicht sieht man dann mehr sowas wie Mummy Bowls oder so, wo du dir dann halt eben mal statt 25 18 Gramm reinmachen kannst und dann kriegst du wieder gleich viele oder kriegst du, sagen wir mal, 4 Köpfe mehr aus einer Dose und zahlst pro Kopf vielleicht wieder halbwegs einen ähnlichen Preis. Ja, also eigentlich holt man damit die Steuerbande oder die Steuererhöhung grob wieder rein. Natürlich nicht ganz, ja. Aber ich rauche im Moment auch ab und an mit einem Mason-Kopf, da bist du mit 15 Gramm dabei. Da rauche ich trotzdem knapp über eine Stunde. Es funktioniert, man muss sich halt dann einfach ein bisschen umorientieren vielleicht, aber ja. Ja, ich denke auch, dass das nochmal ein interessantes Thema wird, wie sich jetzt die Kopfwirtschaft klingt irgendwie komisch, aber wie sich so die Köpfe in Zukunft, die rauskommen, weiterentwickeln werden und ob die das so ein bisschen berücksichtigen, vielleicht ein bisschen effizienter zu werden und ein bisschen den Tabakverbrauch runterschrauben, statt jetzt irgendwie der nächste Alpaca Huacaya wieder super tief und frisst bis zu 30 Gramm. Ja, es wird halt auch dann mit dem, interessant wird es dann, wenn die 25 Gramm Packungen rauskommen, ne? Ja. Wenn dann nur noch diese. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, aber das wird natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall super interessant, das mal von dir zu hören, die Perspektive. Wir kommen mit 19,90 Euro klar und die Marge ist trotzdem okay im Vergleich zu Hukain, die sagen, ey, wir müssen für 24 Euro verkaufen und prozentual wird unsere Marge sogar trotzdem noch schlechter. Ist interessant, das da zu hören, aber ich glaube auch, je höher man im Preis geht oder je mehr da insgesamt draufkommt, umso mehr kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich die Bandbreite zwischen günstigem und teurem Tabak ein bisschen größer wird. Weil im Moment haben wir ja eigentlich, die meisten sind ja zwischen, also eigentlich ist ja fast alles auf 16 bis 18 Euro. Und das sind ja eigentlich nur 2 Euro, die da unterschiedlich sind. Also vielleicht gibt es, 15,90 kenne ich gar keinen Tabak mehr. Nee, gab es noch alte, 7 Days, ich glaube 7 Days. Nee, 7 Days ist jetzt auch 16,90, glaube ich. Ja, ist jetzt auch 16,90, soweit ich weiß. Ja. 14,90, das waren noch Preise. Oh, ich weiß noch damals, ey, 12 Euro Peng für eine Dose bezahlt, noch die orangenen Alwaha-Dosen. Ja, das ist, aber letztendlich, du hast auch nicht das Rauchen aufgehört, ne? Du hast mit 12 Euro angefangen und bist jetzt bei 16,90 und rauchst auch gern mal vielleicht ein Darkside oder ein Fumari oder Must-Have über 20 Euro. Das ist ja fast eine Steigerung von 10 Euro in deinem Fall als Beispiel. Aber speaking of Darkside und Must-Have, wie schätzt du die Preise für Darkblend ein? Weil es ist ja so, sagen wir mal, im Moment, Hukain kostet 17 Euro
und Darkseid kostet 21 Euro. Das sind also 4 Euro Unterschied. Wenn wir jetzt hören, Hukain kostet 24 Euro, glaubst du, Darkseid muss auf die 28 Euro hochgehen? Weil das wird schon wehtun. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, nachdem ich diesen Insta-Post gesehen hatte mit der Erhöhung, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, Must-Have Darkseid wird sich wahrscheinlich irgendwo 29 Euro, also knapp 30 Euro einpendeln. Ich hatte dann mal bei Darkseid nachgefragt, es wird definitiv nicht so teuer. Genaue Preise wollen die natürlich noch nicht preisgeben, aber es wird keine massive Erhöhung von 5, 6, 7 Euro geben. Das ist schon mal, finde ich, eine positive Nachricht. Extrem gute News, weil soweit ich auf der Liste sehe, gibt es ja noch keinen Darkblend-Hersteller, der sich da final zu geäußert hat. Nee, gibt's nicht. Nee, bis jetzt noch keinen. Fumari war ich auch sehr positiv überrascht, dass die den Preis einfach um keinen Euro erhoben oder angehoben haben. Das war für mich auch eine sehr positive Nachricht. Da frage ich mich, aber also da komme ich mir ja fast veräppelter vor, als wenn jetzt Marken sagen, wo jetzt fast alle Marken sagen, wir müssen auf 23, 24, 25 Euro gehen. Das ist ja nur eine kleine Bandbreite, wo sich dann die meisten so drauf geeinigt haben, das muss sein. Also ist natürlich cool, dass Tabu sagt, wir kriegen es günstiger hin, aber ne, und dann sagt Fumari, wir müssen gar nicht erhöhen, dann denke ich mir so, ja, okay, hattet ihr dann die ganze Zeit die übertriebenen Margen oder wie hat das funktioniert? Ich muss dir sagen, ich hatte den gleichen Gedankengang, weil irgendwie Fumari, ich hatte auch schon ein paar Mal mit den Jungs gesprochen und es hieß immer, ja, die Importkosten, das ist ja kein Tabak, der hier aus Europa kommt, das Herstellungsverfahren ist so aufwendig, es muss einfach diesen Preis kosten und jetzt kommt eine Tabaksteuererhöhung, die dem Hersteller plus minus 4 Euro oder irgendwas kostet und der Tabakhersteller schafft, den gleichen Preis zu fahren. Also wo kommen die 4 Euro her, Brudi? Wo müssen die 4 Euro hin sein? Entweder waren davor Margen, von denen wir nur träumen können. Ich weiß es nicht. Ich meine, da kann man nur spekulieren, aber die Preise sind ja, auf der Liste stand ja unten klein mit Sternchen, die Preise wurden von den Herstellern bestätigt. Also gut, man weiß natürlich nicht, stellen die irgendwas anderes um? Haben die irgendwie ihren Import geändert? Oder vielleicht haben sie ja irgendwo anders dann wirklich ihre vorher extrem hohen Kosten senken können und das ist jetzt so begründet. Das ist jetzt wieder dieser Punkt, wenn wir da jetzt einfach mit unserer eingeschränkten Sicht auf das Unternehmen irgendwas hier vermuten, dann entspricht das wahrscheinlich eh nur einer Halbwahrheit und von daher, ne? Ich hatte, das war so ein bisschen meine Hoffnung, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass mit dieser Tabaksteuererhöhung, dass die Hersteller vielleicht so ein bisschen die ganze Sache, ein paar Sachen vielleicht optimieren, dass sie vielleicht einfach sagen, sie müssen nicht auf Marge verzichten, sie können einfach die Preise, sie können ihre Kosten vielleicht ein bisschen senken, das haben wir ja auch, diese 25 Gramm Regelung, nur um es mal kurz anzuschneiden, wir konnten auch die Produktionskosten von dieser 25 Gramm Packung deutlich senken zu den jetzigen 25 Gramm oder zu den 20 Gramm Preisen, weil wenn du auf einmal 10.000 Packungen im Monat davon produzierst und davon nur 1.000, kannst du die Preise einfach nochmal massiv drücken. Klar, das auf jeden Fall, aber ich glaube, die 25 Gramm werden das nochmal ein bisschen schlimmer machen. Auch ohne da jetzt zu viel drauf eingehen zu wollen, wenn dich eine Dose vorher 1 Euro gekostet hat, also wirklich die Plastikdose an sich 1 Euro gekostet hat, dann nur weil die andere Dose kleiner ist, kostet die nicht proportional weniger, weil das trotzdem derselbe Herstellungsprozess ist. Und dann musst du jetzt statt 1 Euro bei einer 20-Euro Dose, musst du dann auf einmal 80 Cent für eine 25 Gramm Dose bezahlen. Und das muss natürlich auch auf den Verkaufspreis drauf und so. Das ist halt schwierig, ne? Und ob das den Schwarzmarkt eben reduzieren wird, ist jetzt mal dahingestellt. Das musst du gar nicht dahinstellen. Ich glaube, da sind sich eigentlich alle, die was von der Shisha-Szene verstehen, einig. Sowohl die Tabaksteuererhöhung als auch die 25-Gramm-Regelung ist ein absolut gefundenes Fressen für jeden Schwarzmarkthändler. Also die reiben sich wahrscheinlich jetzt schon die Hände und haben da richtig Bock drauf, was da bald abgehen wird. Also ich befürchte auch, dass das nach hinten losgehen wird. Ich glaube, der Schwarzmarkt, und ich hatte schon so einige Kunden, die jetzt nicht gesagt haben, die betreiben Schwarzmarkt, aber die haben einfach gesagt, dann mische ich mir den Tabak halt selber. Es wird halt, wenn es teurer wird, wird eigentlich der Schwarzmarkt nur lukrativer, weil davor waren die Preise noch irgendwo human, da hat sich das vielleicht gar nicht so gelohnt, weil die ja trotzdem ähnliche Herstellungskosten haben, eben nur nicht die Steuerbanderole. Jetzt lohnt sich das ja nur noch mehr, dass jetzt mal vielleicht ein Shisha-Bar-Hersteller sagt, komm, dann machen wir uns mal das Kilo einfach hinten im Lager selber. Ich weiß es nicht. Also es wird es auf jeden Fall nicht reduzieren, was die Politik damit erreichen wollte. Man muss natürlich festhalten, ist natürlich illegal, aber die Vergangenheit in der Shisha-Szene zeigt auf jeden Fall, dass das
manchmal nie so viele Leute aufhält, wie der Staat gerne hätte. Und wenn die das jetzt so noch unattraktiver machen, dann kann ich, also dann machen sie es ja attraktiver, dass es den Schwarzmarkt gibt. Ja, und eigentlich wollten sie ja genau das Gegenteil damit bewirken. Also es ist halt leider so, in der Politik sitzt halt keiner, der vielleicht sich irgendwo mit dem Thema befasst oder wo vielleicht der Bruder Shisha raucht, dass der sagt, komm, ich setze mich mal mit dem hin und bespreche das einfach mal. Oder ich habe mal als externe Berater, ich lade Holster, Hokain, Tabu, keine Ahnung, ich lade die einfach mal ein. Ja klar, halt die Leute fragen, die sich damit auskennen. Aber man muss ja dazu sagen, es lag nicht daran, dass es nicht genug Stellungnahmen gab bei der 25-Gramm-Regel. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Das ist ja ein Thema, da können wir dann im Juli die nächste Folge drehen. Da geht es dann wieder ans neue Thema. Aber ja, 25-Gramm-Regelung wird auf jeden Fall auch nochmal scheiße. Aber für mich war halt heute interessant, einmal den Vergleich zu haben. Ich höre die ganze Zeit die Beschwerden der Leute und die Aussagen der Leute. Die schreiben mir auf Instagram, Alter, 24 Euro, jetzt machen die es richtig die Taschen voll. Das hätte doch nicht sein müssen. Jeder wusste doch, die Steuer geht 3 Euro hoch. Was halt so einfach nicht stimmt, weil die Banderole ist schon irgendwie 4, 5 Euro teurer. Ja, gut, aber was kostet die 19,90 Euro Banderole jetzt im Vergleich zu der 16,90 Euro Banderole? 7? Ich habe die genauen Steuerbanderolenpreise, habe ich ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, muss ich dir sagen. Weil da haben wir die Produktion, die bei uns diese ganzen Steuerthematiken macht. Ich hatte einfach nur die Einkaufspreise bzw. das fertige Produkt, wo wir gesagt haben, okay, das und das muss für den Shop übrig bleiben. Das war für uns relevant. Ich meine, der Staat macht sich die Taschen voll, ja. Aber sicherlich nicht der Hersteller. Vielleicht der ein oder andere ein Stück weit, aber ich glaube jetzt nicht, dass der Hersteller sagt, ey geil, ich verdiene jetzt 3 Euro mehr an der Tabakdose. So wird es einfach nicht sein. Und das muss man halt auch einfach mal sagen. Das ist vielleicht sind es 50 Cent mehr. Vielleicht ist es ein Euro mehr. Aber prozentual ist es halt nicht mehr. Sagt Philipp, und ich glaube das dem Philipp. Er hat gesagt, das ist so. Und ich glaube ihm das wirklich. Philipp ist nicht jemand, der ihn anlügen würde. Im Endeffekt ist es einfach nur scheiße für die ganze Shisha-Szene, weil ich glaube, auf eins kann man sich festlegen. Wenn du als Tabu und Philipp als Hukain, wenn ihr könntet, würdet ihr Tabak auch gerne billiger machen. Adrian, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier im Namen von Tabu uns noch ein bisschen was erzählt hast und im Namen vom Shisha-Shop Coburg natürlich. Sehr interessant, da jetzt beide Perspektiven mal gehört zu haben. Vom Philipp, der rechtfertigt, warum Hukain auf 24 Euro gehen musste, und du, der sagt, wir als Tabu schaffen das auch mit 19,90. Ich denke, keins davon entspricht nicht der Wahrheit. Ich denke, es sind einfach unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Firmen, die man genauso auch betrachten muss. Und ich glaube, eine Sache, wo wir uns alle einig sind, es wäre immer schön, wenn der Tabak günstiger wäre, was aber wahrscheinlich leider aufgrund von unserer Situation hier in Deutschland nicht mehr funktioniert. Aber Adrian, an dich, dickes Dankeschön fürs Dabeisein und für den Anruf. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Ja, das war noch der Call mit dem guten Adrian vom Shisha-Shop Coburg und auch Vertreter von Tabu in Deutschland. Sehr interessant, die beiden Perspektiven zu haben. Einmal mit dem Adrian von Tabu, die auf 19,90 Euro nur hochgehen werden. Und das andere war der Philipp von Hukain, die auf 23,90 Euro hochgehen werden. Ich denke, die Argumentation von beiden kann man sehr gut nachvollziehen. Das meiste wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte dazwischen liegen, wobei die meisten Hersteller auf 23 oder 24,90 Euro gehen. Das ist natürlich alles nicht schön. Aber ich glaube, mit den Informationen, die wir aus den beiden rauskitzeln konnten, kann man es wenigstens ein kleines bisschen besser nachvollziehen, warum sich die Preise in Deutschland so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Sehr trauriges Thema. Wenn es euch informiert hat, gebt gerne trotzdem einen Daumen nach oben. Oder wenn es euch gefallen hat, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Eure Steuer-WG.